Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 11 von Banjo-Kazooie. Und hallo. Ich habe einen neuen Co-Moderator neben mir sitzen. Stell dich mal kurz vor. Ich bin toll, ich bin 17 und ich heiße Kai. Gut, gute Beschreibung. Und wir sind jetzt hier bei Mr. Wile. Und ja, wird ganz witzig jetzt. Wackel, wackel, wackel. So, hallo, ich bin Mr. Wile, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiele meine Spiele und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du die Hose voll hast. Sebi, geh aufs Klo. Echt, also, es ist Mr. Rasur mit ohne Gel. Das Spiel ist einfach. Mehr rote Jumbles als ich, 3, 2, 1. Okay, los. Wo sind sie? Ha, da. Da, ich sehe eins. Nein, das ist doch da, 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 da. Nein. Ich fände es cool, wenn du ihn fressen könntest, so in den Schwanz reinbeißen oder sowas. Komm her, meins. Das ist auch meins, Arschloch. Guck, da hinten sind die Turnschuhe. Du kannst die Turnschuhe sogar schon freischalten im nächsten. Nächsten oder übernächsten? Das ist in der Wüste, ne? Ja, die Wüste. Die wird witzig, mein Lieblingslevel. Ich muss dazu sagen, ich habe Banjo-Kazooie nie durchgespielt. Ich habe es nochmal angefangen zu spielen. Ich fand's cool, aber ich war noch so jung. Und hatte ich immer Angst, dass ich sterbe. Ich hatte damals in der Wüste immer vor den Händen Angst. Wieso? Die sind immer aufgetaucht und... Ja, das ist schlimm. Ich habe auch manchmal nachts vor meiner Hand Angst. Warum? Was tut sie denn so Schlimmes? Sie fasst mich an. Okay, und der frisst... So, und jetzt ist dieser Part schon ab 18. Super. Hab ich schon versaut. Ich glaube, du hast verloren. Grö, du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Fudere die roten Jumblies und meide die gelben. Jumblies! Fertig. 3, 2, 1, los! Die roten. Das nächste ist die ja roten, cool dann. Die roten, ne? die roten. Die ich finde die nächsten sind cool. Da musst du. Oh, jetzt musst du gelb. Oh, jetzt hast du ein rotes. Jetzt bist du tot, so auf die Art. Komm, friss sie alle. Wo sind sie? Da. Naja, es gibt eigentlich eine Taktik, wie man den eigentlich immer besiegen kann. Und wie? Man läuft vor ihm her und frisst ihm alles vor der Nase weg. Ach, du bist schon Arsch. Guck mal, der läuft durch ein gelbes durch. Was denn, Cheater, reißt das denn? Alter! Hey. Hallo, Gelb, ich lauf durch und fress dich nicht. Wenn du das machst, hast du sofort verloren und so. Ach, ganz einfach, das liegt nicht an Mr. Wild, das liegt am Emulator. Wir zocken es ja auf dem Emulator, aber wir zocken es in real. Vergiss das nicht. We are the game und so, ne? Jawohl. Und wo sind sie? Die Roten. Wenn du jetzt aufhörst, verlierst du. Ich höre nicht auf. Ich schaff das. Jawohl. Oh. So, die letzte Runde. Viel Glück, jetzt ist der Psycho. Pa, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe dir nun, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig? 3, 2, 1. Help! Rote. Oh, schon verlierst du. Rote. Nein! Rote, wo sind die Roten? Gelb sind genug da. Jetzt so gleich gelb. Jetzt komm. Danke. Gelb. Na. Jetzt friss die Viecher, Mann. Und jetzt geht's wieder rot, bitte. Rot, ich stehe gerade bei rot. Warst du lange bis rot ist? Oh, jetzt habe ich keine roten mehr. Meins. Das ist... böse. Nein. Du wirst so verlieren, Mann. Ja, ich seh nur rot. Ich seh... Boah, das war... Ey, das war zu... Das war doch rot. Boah, das war jetzt mies. Ey, der Typ zieht dich so ab, ne? Ja, das war mir irgendwie auch klar, dass der mich abzieht. Ey, wir machen jetzt eine Wette hier, Leute, die zuschauen. 5 Euro, dass er verliert. Oder eine Kugel Eis. Eine Kugel Eis, lecker. Nein! Jetzt schuldet er uns eine Kugel Eis hier, denn er hat verloren. Er ist unentschieden. Okay, schreibt mich einfach an und gebt mir eure Adresse, dann geht die Kugel Eis auf mich. Dann wird's per Post geschickt. Und jetzt will er mich fressen, guck. Ja klar, du hast verloren, ich würde dich auffressen. So, nächste Runde neues Glück. Witzig. Du hast schon verloren. Ja, komm her, Mr. Boy. Du traust dich noch einmal hierher? Drücke A, um zu spielen oder B, um zu Mami zu rennen. Ich geh mal nach unten. Drücken wir A. Wir spielen das letzte Spiel noch einmal. Fordere nur, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ich sehe nur gelb. Oh, ich sehe rot. Da sehe ich nur noch rot heute. Da.
Ich faile. Du hast es so mit der Bewegungssteuerung Kinetik, ne? Ja, das hat man in den anderen Parts ja auch schon mitgekriegt, ne? Also, Konzentration. Richtige Steuerung ist nur was für Noobs. Ganz einfach. Das ist meins. Gelb, 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 meins. Meins. Ich schnapp die alle vor der Nase weg, Mann. Scheinbar nicht. Jetzt müsste Rot kommen. Jetzt müsste Rot kommen. Jetzt. Ich warte hier zu lange auf Rot. War klar, dass er wieder weg ist. Jetzt gelb, 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 komm, gelb, gelb. Gib Stoff, du gelbes Zeug. Jetzt sind wir in Führung. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt versuchen wir es ein drittes Mal und dann wird es ganz schön knapp, oder? Wenn nicht, wir schneiden, dann wir machen eine Pro-Session. Wir schneiden alle Fails raus. La, 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 la. Au. Das Krokodil kann ich echt nichts machen, oder? Kannst du dich zurückschnappen? Ging schon, aber funktioniert nicht. Wenn du eine Schlange wärst, könntest du dein Maul ausrenken und dann könntest du ihn fressen. Drücke Arm zu spielen oder Baby, wir wissen es langsam. Und diesmal schaffen wir es. Wenn er verliert, stellt er nackt von sich hoch. Nein! So schlimm kommt es. Auf gays.com. So schlimm kommt es noch nicht. Und warum ist der eigentlich schneller wie ich? Er ist Pruis, Mann. Ich konzentriere mich, deswegen rede ich jetzt nicht mehr. Dann unterhalte ich euch so, wie war euer Wochen, wie war euer Tag, so was habt ihr gemacht? Alles cool im Schritt und so weiter. Ich schick mich total. Also schreibt unten drunter, was ihr so gemacht habt heute und. Und ich sehe rot. Und wie ihr findet, dass er so verliert, das ist ja schon witzig. Irgendwie. Auch wenn er damit voll die Zeit hinauszieht und euch einfach nur dazu bringt, weiterzuschauen. Ja, das ist mein Plan. Ich will rot. Wie viel das Teil fressen kann, finde ich abartig. Er hat Hunger, musst also, du verstehen. Das ist schon die dritte, fünfte Runde oder sechste. Also ich kenne da einen Freund von uns, der kann genauso gut fressen. Ich kenne mehrere Leute, die genauso fressen können. Mit einem Bonig zusammen. Pff, nein, in der letzten Sekunde, nein! Gebetiere ich nochmal. Jetzt brauche ich was. Okay, danke. So, jetzt reicht's mir langsam. Ab jetzt werde ich Stimmen mit dir, also wenn ich jetzt nochmal rede, werde ich Stimmen mit dir machen. So, jetzt gehen wir raus, weil sonst sterben wir. Dann nehme ich nicht mehr gerade viel Energie. Dann probieren wir das einfach später nochmal. Jetzt holen wir uns die restlichen Noten und Chinchos und dann gehen wir nochmal da rein. Oder du holst erst die Turnschuhe. Ich hole jetzt erstmal am besten die Noten. Dann probierst du nochmal, wenn du dann verlierst, holst die Turnschuhe vor, weil sonst hat es keinen mehrwertigen Sinn, du Loser. Nein, ich habe einen Plan. Ich hole mir alle Noten, die es da noch gibt. Dann haben wir alle 100 Noten und müssen die nochmal extra sammeln im nächsten Mal. Ja, und dann müssen wir nur noch das letzte Ding da holen. Und dann passt das. Dann gehen wir, machen wir den Kompromiss. Diesen Part holen wir jetzt einfach nur noch die Noten und gehen dann einfach ins nächste Level rein. Das ist das nächste eigentlich? Das nächste Snow Patrol. Oh, das Schneelevel. Ja, das wird witzig. Ich wünsche dir viel Glück, ich zieh mich warm an. Schnee haben wir auch genug draußen momentan. Oh ja. Dankeschön fürs Feuer geben. Bitteschön. Ja, wir geben es zu, wir sind offizielle Raucher. Wir wollen euch Jugendliche dafür schützen, euch zu töten, deswegen kaufen wir euch die Zigaretten mit. Und wir wollen den deutschen Staat finanzieren. Irgendwie braucht er ja Geld. Gut, so. Jetzt, ja, wo waren wir stehen geblieben? Noten. Wo sind noch Noten? Das ist die wichtigste Frage von allen. Ja, da laufe ich jetzt hin. Und da unten sind noch Noten, rundherum verstreut. Ja, untenrum sind noch Noten. Jinjo, glaube ich, auch noch. Ja, der letzte Jinjo. Ah, schon fast alle, cool. Dann haben wir alle Chinchos und. Also, wir nehmen ja 4 Jahre vorher auf. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, ist jetzt das Jahr 2081. Und. Ja. So, jetzt fehlen uns noch 5 Noten und die hängen da hinten rum. Und dann sind wir mit dem Level fast fertig. Das werden wir dann später mal fertig machen. Dann kannst du eigentlich aufnehmen. Ach, das passt schon. Also, hast du Free-Aufnahme und so schon? Hä? Das passt schon. Nee, 15 Minuten jetzt ab wieder, ne? Ika Bocker. Ich mache halt meistens so 10-11 Minuten. Ja, wir wollen nicht übertreiben. Ich meine, müsst ihr euch doof vorstellen. Ihr kommt nach Hause, geht zu eurer Freundin, habt Spaß und dann so. Man braucht ja eine Pause zwischendrin, so 10-11 Minuten Pause, guckt man sich gerade ein Let's Play von einem an. Genau. Und wenn ihr nebenan auch, wenn ihr seinen Sound wegmacht und euch da zum Pornomusik oder so reinzieht, dann wird man sogar fast geil.
Gut, also 100 Noten haben wir jetzt gesammelt und gehen jetzt aus dem Level raus und schalten gleich mal das nächste Level frei noch. Ja, machen wir, sonst kommen wir nicht weiter und dann bleiben wir stehen. Und irgendwann geht uns der Stoff aus zum Reden. Ja, besonders in diesem Level jetzt. Ich finde ja vom Gemachten finde ich ja das letzte Level, dieses Jahreszeit-Level finde ich am coolsten. Oh ja, das robbt rein. Also das finde ich geil gemacht einfach. Da finde ich es auch vom 100% her ziemlich schwer. Ja, das weil ist, jedes du musst überall was machen, damit überall. Du nichts fertig machen kannst dann. Und ja, wird noch witzig dann. Dauert noch ein paar Parts, aber... Du Kroko. Ja. Ich sehe euch hier aus der Höhe. In meinem Bett. Da tanzen Flöhe. Haben wir darauf was zu... Rasieren, Madame? Ja. Wir haben nichts zu entgegnen. Es gibt Kommentare, die sollte man nicht erwähnen. Freezy the Peak. So. Da lernst du auch deinen Sturzflug, ne? Ja, Sturzflug und... Wir lernen komische kleine Eisbären kennen und... Die drei Eisbären, genau, die Geschwister. Zwillinge sind so, oder? Und eine Robbe, die vor Bären Angst hat. Dann kriegst du den Eisschlüssel. Ja, aber erst ein Banjo-Tooie. Den Kazooie kannst du den Eisschlüssel schon holen. Okay, liebe Leute, die das Video gucken, schreibt in die Kommentare drunter, wo man das kriegt. Im Banjo-Kazooie oder Banjo-Tooie. Ich bin der Meinung, in Banjo-Kazooie kann man das nicht mehr holen, weil man das erst in Banjo-Tooie kriegt. Nein, im Banjo-Kazooie kannst du es dir holen, aber im Banjo-Tooie kannst du es erst verwenden. Du kannst dir im Banjo-Kazooie kannst du dir alle Fragezeichen-Eier holen und auch den Eisschlüssel. Das siehst du ja, wenn du in Freezy the Peak bist, komm. Okay, dann, Leute, schreibt einfach in die Kommentare, wie es ist, wer wirklich der Bro-Zocker hier ist. Und wir können es auch so machen, wir nehmen eins einfach so lange auf, bis wir in Freezy-Sizzle Peak sind. Und ja, dann hau ich ihm auf den Kopf, wenn ich recht habe. Ist mal eine gute Idee. Mambo mag Magie, gleich aus. Wir machen es einfach so, wir machen jetzt mal einen 15-Minuten-Part. Wir robben jetzt voll rein einfach mal. Jetzt geben wir euch die Kante. Und jetzt sind wir wieder Bär und... Idiot. Du gehst ja auch im Kopf durch die Wand durch. Oh ja. Er baut sich seine Türen selbst, also er hat hier 10 Eingangstüren schon in seinem Palast. Ja. Und natürlich von YouTube finanziert, klar. Millionen kriegen wir momentan pro Monat. Und eines fragt aber schon seit längerem. Ob du impotent bist? Das nicht. Immerhin. Wegen Kazooie. Wenn man ja Puzzleteile bekommt, Kazooie frisst die ja immer. Wir sollten auf Details von diesem Spiel manchmal nicht eingehen. Glaube ich auch, ist besser. Also die Macher hatten bestimmt ihre grünen Gründe gehabt. Ja. Wie ich es manchmal. Also manchmal glaube ich wirklich, wenn man sich so Spiele anguckt, dann können die Leute, die das gemacht haben, nur bekifft gewesen sein. Joa, so, dann sind wir jetzt mal in der nächsten Stufe. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir jetzt dann ins nächste Level gehen. Und zwar gehen wir erstmal hier rein und da ist ein grüner Schalter. Und katschau! Und jetzt können wir in ein Loch. Nicht zweideutig denken, Leute. Ich tu mal so, ob ich das nicht gehört hatte. Du hast ja voll viele Süßigkeiten rumliegen, Mann. Leere Süßigkeiten. Nein, das ist nicht leer. Das liegt aber schon Monate da. Man kann immer sowas noch essen. Merkt euch, Leute, wenn ihr Flips irgendwo liegen habt, man kann sie jederzeit essen. Damit haben wir in der Schlosswelt schon 5 Puzzleteile gesammelt von 10. Also, es schneit. Und es schneit da draußen schon wieder. Und ja, eigentlich sind wir jetzt sozusagen mit der Hälfte des Spiels fast durch schon. Echt? Ja. Findest du eigentlich den Boss, also das Boss-Spiel vom Boss? Das Boss-Spiel vom Boss mit den ganzen Fragen beantworten. Genau. Fragen, etc. Das ist eigentlich ganz witzig, wobei es manchmal ziemlich komisch ist. Weil manche Fragen, wo man die Antwort eigentlich genau weiß und auf die Antwort geht, ist trotzdem falsch. Ja, da muss man im Spiel schlafen. So, jetzt... Napp. Und hier Kai ist mal gemütlich. Flips hier. Nein, das ist... Nerven now. Ja. Okay. So, und jetzt, so, nehme ich Huckepack. Ding, 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 ding. Snow, 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 snow. Ist jetzt schon da. Und jetzt sind wir da. Und die 15 Minuten haben wir jetzt auch gleich rum. Ja, deswegen sagen wir hier schon mal tschüss, bis zum nächsten Part, wo Kai natürlich wieder dabei ist. Ich bin jetzt die nächsten paar Parts dabei.
Und ja, dann werden wir im nächsten Part mal nach dem scheiß Schlüssel gucken, wer da jetzt recht hat. Ich weiß, der Schlüssel ist da, aber man kommt nicht rein. Das weiß ich. Und wenn ich recht habe, steige ich dir einen ins Gesicht. Also auf den Kopf. Okay, dann zeigst du mir, wie man den Schlüssel bekommt. Kann ich machen. Das will ich sehen. Alles klar, dann sieht man sich in Part Nummer 12 wieder und wir sagen bis dann. Tschüss.